geschaut hat, wie man das Herz anschauen kann. Vielen Dank. Also ich begrüße Sie ganz herzlich und werde Ihnen ein paar Highlights vom Imaging vorstellen. Wir haben über Zahlen gesprochen vorher und das war ein Riesenkongress, das muss man sagen, und es waren insgesamt über 10.000 Abstracts, die submitted wurden. Und um Ihnen zu zeigen, dass das Imaging wirklich mittlerweile ein wichtiges Thema ist, in der Kardiologie sehen Sie hier die Anzahl an Abstracts, die submitted wurden mit dem Thema Imaging. Das waren insgesamt, das war jedes zehnte. Nun, bei uns im Imaging ist es leider nicht so wie zum Beispiel beim Dr. Steffel, wo man sehr große prospektiv randomisierte Studien haben. Wir haben leider etwas kleinere Studien, aber ich glaube, es ist auch ein Feld, das sich sehr schnell bewegt und wo viele Neuerungen da sind. Und ich möchte Ihnen hier vielleicht ein paar Dinge, die ich rausgepickt habe, aus diesem Kongress vorstellen. Zu Untersuchungen, die Sie auch kennen und die Sie wahrscheinlich auch anwenden. Das eine ist die Myokardszintigraphie, das SPECT. Hier muss man sagen, gibt es mittlerweile auch neue Geräte, neue Designs, geringere Strahlenbelastung, angenehme Untersuchungen für den Patienten. Das ist wichtig. Dann beim CT haben wir auch neue Geräte. Es bewegt sich alles, es wird alles moderner. Eine höhere Auflösung und mittlerweile auch doch ziemlich große klinische Studien mit vielen prospektiven Outcome-Daten. Und da möchte ich Ihnen zum Schluss noch was Interessantes vorstellen, was vielleicht irgendwann in der Zukunft noch wichtig wird. Das ist die FFR, CT-FFR. Nun, beim SPECT. SPECT ist eigentlich nur, wie die Sie alle kennen, die Scintigraphie gibt es schon seit Jahrzehnten. Es gibt sie schon seit den 70er Jahren. Es hat sich wirklich in den letzten Jahrzehnten wenig getan, das muss man offen sagen. Vor 5 Jahren haben wir eigentlich immer noch Scintigraphien gemacht, wie wir sie vor 30 Jahren gemacht haben, mit den gleichen Geräten, mit den gleichen Tracern. Das ist zum Glück, muss man sagen, mittlerweile nicht mehr ganz so. Es gibt neue Geräte und die zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie neue Detektoren haben. Ich möchte jetzt nicht auf alle technischen Details eingehen. Das sind Scintigraphiegeräte, die wirklich nur fürs Herz da sind. Die sind kleiner als die normalen Scintigraphen. Also man kann auch keine Knochen-Scintigraph machen. Die sind nur fürs Herz und haben den Vorteil, dass dank diesem modernen Design insgesamt die Sensitivität dieser Geräte um den Faktor 5 erhöht wird. Auch die Energieauflösung ist gesteigert bei diesen Geräten. Das vermindert das Bildrauschen, ist sehr wichtig. Und auch die räumliche Auflösung dieser Geräte ist fast um den Faktor 2 verbessert. Was hat das für Vorteile für den Patienten? Es hat die Vorteile, dass man sowohl die Aufnahmezeit wie auch die Dosis, die man dem Patienten verabreicht, reduzieren kann. Das ist ja immer eine Balance bei der Scintigraphie. Man injiziert eine gewisse Dosis, muss eine relativ hohe Dosis injizieren, wenn man eine gute Aufnahmequalität möchte. Andererseits möchte man natürlich den Patienten nicht mit zu viel Strahlung belasten. Und reduziert ein bisschen diese Dosis. Das hat allerdings den Nachteil, dass man den Patienten länger auf der Kamera liegen lassen muss. Und das ist unangenehm, der Patient bewegt sich, das führt zu Bewegungsartefakten und man hat dann auch keine schönen Bilder. Also die Aufnahmezeit und die Dosis sind wichtige Themen. Und eigentlich muss man entweder das eine reduzieren und das andere erhöhen oder umgekehrt, das ist eine Balance. Aber dank neuer Geräte, eben diesen neuen Geräten, können wir beides reduzieren. Das ist wirklich sowohl für die Strahlenbelastung wie auch für den Patienten angenehmer. Und das ist mittlerweile entweder ein Protokoll möglich, welches Stressaufnahmen innerhalb von 5 Minuten macht und Ruheaufnahmen innerhalb von 3 Minuten. Das ist wirklich sehr kurz und insgesamt bei einer halben Strahlendose. Also nicht mehr die 1200 Megabecquerel, die wir bis jetzt spritzen, sondern die Hälfte, 600 Megabecquerel. Und das führt zu einer deutlichen Strahlenreduktion bis auf etwa 5 Millisievert im Vergleich zu den traditionellen Scintigraphien. Nun zum CT. Beim CT ist es auch ähnlich. Also das CT ist zwar viel dynamischer jetzt gewesen in den letzten Jahren, aber eigentlich war das die Entwicklung auch langweilig. Es ging immer nur darum, mehr Slices anzureihen. Also man hat zuerst ein 4-Slice-CT, dann hat man 16-Slice-CT, 64-Slice-CT und so weiter. Auch hier sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo die Entwicklung ein bisschen diversifiziert wird. Ich glaube, es ist eine gute Entwicklung, dass hier verschiedene Firmen auch in unterschiedliche Richtungen gehen. Es gibt zum Beispiel Firmen, die sich ebenfalls auf neue Detektoren spezialisiert haben. Diese Detektoren haben
sind kleiner, haben auch eine höhere Sensitivität für Photonen, für eintreffende Strahlung, führen dadurch zu einer verbesserten räumlichen Auflösung, zu mehr Bildqualität und eignen sich auch für ganz innovative Untersuchungsmöglichkeiten. Andere haben noch mehr Slices angereiht, also noch mehr Detektoren. Mittlerweile sind wir ja beim 320 Zeilen CP von einem bestimmten Anbieter. Das ist, hat Vorteile. Diese Geräte sind sehr schnell und man kann eigentlich das Herz innerhalb eines Herzschlags scannen. Und eignen sich auch besonders gut für CT-Perfusion, was wir jetzt eigentlich bei uns weniger machen. Und eine andere Firma ist eigentlich mehr in diese Richtung gegangen, dass sie eigentlich gesagt haben, statt mehr Zeilen, mehr Detektoren, machen wir mehr Strahlenquellen. Das ist das sogenannte Dual-Source-CT. Und das ist auch, das ist vor allem ein guter Approach, um die zeitliche Auflösung zu reduzieren und auch eben für dieses Spectral-CT. Nur ich möchte noch ein, zwei Slides über diese neuen Detektoren beim CT sprechen. Auch diese sind mittlerweile sehr viel schneller. Beim CT ist es so, wenn ein Strahl auf den CT-Detektor trifft, dann muss der innerhalb einer sehr schnellen Zeit umgewandelt werden in einen elektrischen Impuls. Das ist die Effizienz des CT-Gerätes. Und diese Zintillation, dieser Lichtblitz, der dann in einen elektrischen Impuls umgewandelt wird, der muss auch sehr schnell wieder vergehen, damit der Detektor bereit ist für neue Lichtblitze sozusagen. Und das ist mit diesen neuen Detektoren sehr viel schneller. Also die Umwandlung erfolgt da 100-mal schneller. Die sind wirklich effizienter und der Afterglow, also das Nachleuchten, ist auch um 4-mal reduziert. Und damit erreicht man eine verbesserte räumliche Auflösung. Und wir hoffen, das ist noch nicht erprobt, aber wir hoffen, dass das insbesondere bei den Scans, die ja immer ein Problem sind beim CT, endlich mal eine Verbesserung bringt. Das wird sich herausstellen, hier sieht man schon vielversprechende Bilder aus einer Ex-Vivo-Studie. Das ist mit einem alten Gerät, das ist mit dem neuen Gerät und den neuen Detektoren. Ob das bei Menschen auch so ist, werden wir sehen. Das sind bereits Studien im Gange. Nun, wie ich Ihnen sagte, sind auch klinische Daten vorhanden, was das CT betrifft. Und hier, diese wurden auch am ESC vorgestellt. Die kommen aus dem Confirm Registry. Das Confirm Registry ist das weltweit größte Register von Patienten, die eine CT-Core-Untersuchung hatten, und es schließt mittlerweile über 27 Patienten ein. Und wichtig ist zu bemerken, dass die wirklich, das ist ein multinationales, multiethnisches Kollektiv an Patienten. Und hier haben wir die ersten Daten, die ersten Auswertungen dieses Registers, und man hat ganz einfach diese CTs untersucht nach dem Vorhandensein von Coronarstenosen oder Coronarplaques. Hat die Patienten untersucht in einer Gruppe mit völlig normalem CT, eine Gruppe mit nicht obstruktiver koronarer Herzerkrankung, alles was unter 50% Coronarstenosen war im CT, und dann eine andere Gruppe mit obstruktiver, also mit Stenosen von über 50% im CT. Und ich zeige Ihnen hier diese Baseline-Charakteristik, weil ich hier schon eine Sache sehr interessant finde. Wenn Sie schauen, dann, wie die Risikofaktorenverteilung bei diesen Patienten waren, die hier eine obstruktive koronare Herzerkrankung hatten, dann sehen Sie, dass das natürlich die Patienten waren, die am meisten Risikofaktoren hatten. Deswegen die koronare Herzerkrankung. Aber diese Risikofaktoren waren auch sehr häufig bei Patienten, die völlig normale Herztransarterien hatten. Und das zeigt uns ein bisschen, wie dass die klassischen Risikofaktoren dann doch, wenn es um die einzelnen Individuen geht, nicht besonders gut sind, um eine koronare Herzerkrankung vorherzusagen. Und was man aber gesehen hat, ist, dass vor allem Patienten mit völlig normalen Herztransarterien unabhängig der klassischen kardiovaskulären Risikofaktoren eine ausgezeichnete Prognose hatten. Das ist hier der härteste Endpunkt, die Totalmortalität, und die Kurve hier von Patienten mit völlig normalen CTs zeigt eine jährliche Mortalität von 0,26%. Das ist sehr gering, während die höchste natürlich bei denen war, die eine obstruktive koronare Herzerkrankung hatten. Aber besonders erwähnenswert, die rote Kurve, das sind Patienten, die Plaques hatten, die nicht stenosiert sind, die nicht über 50% stenosiert waren, aber doch sichtbar waren dank der CT-Untersuchung. Und das ist eine Population, die im Vergleich zur Normalpopulation ein um etwa 60% erhöhtes Risiko war, zu sterben. Und da müssen wir jetzt wirklich uns überlegen, sind das nicht Patienten, die eventuell von einer Therapie profitieren würden im Sinne einer Primärprophylaxe mit einem Statin oder vielleicht Aspirin. Das sind Dinge, die in zukünftigen Studien natürlich geklärt werden müssen.
Gut, und jetzt zum Schluss, ich habe noch ein paar Minuten und möchte Ihnen etwas Interessantes zeigen, nämlich dieses CTFFR. CTFFR ist eine neue Untersuchungsmöglichkeit. Sie basiert auf einem völlig normalen CT-Core und diese Technologie hat am letzten Europe-PCR den Innovationspreis gewonnen, was, denke ich, erwähnenswert ist für eine nicht-invasive Technik an einem invasiven Kongress. Einen Innovationspreis zu gewinnen, da gehört einiges. Und deshalb finde ich das erwähnenswert. Was ist das? Nun, man misst eigentlich anhand eines normalen CT-Cores, misst anhand von Berechnungen, wie sich der Fluss über das Gefäß erstreckt, misst man eigentlich einen virtuellen FFR-Wert. FFR kennen Sie vielleicht, das ist die fraktionelle Flussreserve, das ist das, was wir sehr häufig im Herzkatheter machen, wenn wir eine Stenose sehen, die uns unklar ist, da schieben wir einen Draht durch. Dieser Draht misst distal der Stenose den Druck und proximal von der Stenose. Und anhand dieser Druckdifferenz können wir eruieren, ob diese Stenose hämodynamisch relevant ist, ja oder nein. Und das Gleiche kann man offensichtlich auch im CT machen. Und da ich nicht besonders physikalisch begabt bin, habe ich mir das so erklären lassen, ein Flugzeug wird ja auch anhand von bestimmten physikalischen Marken gebaut und weiß, wie muss die Tragfläche beschaffen sein, damit das Flugzeug fliegt. Man baut es ja nicht einfach und lässt es losfliegen und schaut, was passiert. Das wird gebaut nach bestimmten Regeln und man kennt diese physikalischen Gesetze und genauso ist es auch bei den Herzkranzarterien. Wenn man diese physikalischen Gegebenheiten in einem Gefäß kennt, nämlich wo sind die Stenosen, wo sind erweiterte Stellen, wie sieht diese Wand aus, dann kann man tatsächlich auch den Fluss da berechnen. Und das sieht so aus. Hier sehen Sie eine solche Simulation von CTFFR. Man kann tatsächlich in diesen Gefäßen den Fluss simulieren. Und das ist jetzt ein ganz normales CT-Core. Also hier ist keine Belastung dabei, hier ist keine Perfusion dabei. Das ist nur anatomische Information vom CT-Core. Und Sie sehen, dass wenn man das ein bisschen vergrößert, kann man anhand dieser Simulation den FFR-Wert berechnen an jedem Punkt dieses Gefäßes. Das ist das, was diese Simulation eigentlich macht. Man kann sogar simulieren, was passiert, wenn man in diesem Gefäß ein Stent implantieren würde. Was passiert dann mit dem FFR-Wert? Er wird natürlich normal, weil die Stenose in diesem Bereich aufgehoben werden. Nun, das sieht sehr interessant aus, sind natürlich sehr schöne Bilder. Wir werden sehen in der Zukunft, was daraus passiert. Es ist zu erwähnen, dass das aus einer Spin-off-Firma ist von Stanford, die dieses Produkt seit in einer Entwicklung von etwa 15 Jahren vom Reißbrett jetzt in die klinische Entwicklung gebracht hat. Und ob das sich wirklich bewährt, werden wir sehen. Es gibt allerdings bereits multizentrische Studien mit diesem CTFFR, die gezeigt haben, dass das sehr gut zur invasiv gemessenen FFR korreliert mit einem Korrelationsfaktor hier von 0,72. Ich zeige Ihnen zwei Beispiele aus dieser Studie. Hier ein Patient mit einer Riva-Stenose, die ist hier, nehme ich an. Und das ist die invasive Koronarografie, zeigt genau die gleiche Riva-Stenose, bestätigt also die morphologische Information, wenn man invasiv FFR misst. Ist das 0,74. Aus der Simulation her ergibt sich auch eine FFR-Messung, die etwa die das Gleiche zeigt. Und hier haben wir eine nicht relevante Stenose, eine Zirkumflexa, die ist etwa hier. Auch hier misst man FFR-invasiv, ist das 0,84. Wenn man das mit der Simulation hier misst, entlang dieses Gefäßes, dann ist das 0,85. Auch hier korreliert das sehr gut. Und diese Untersuchung kann tatsächlich uns ein bisschen näher bringen an den One-Stop-Shop, also die Untersuchung, die tatsächlich sowohl die Morphologie wie auch die Durchblutung des Myokards anschauen kann. Das sieht man hier, wenn man nur das CT nimmt und einen Cut-off bei 50% setzt, dann wird man sehr viele Falschpositive haben. Viele der Stenosen, die über 50% sind, die haben einfach keinen. Die haben einen FFR-Wert, der nicht signifikant ist. Die sind einfach nicht hämodynamisch signifikant. Aber wenn man zum CT die FFR-Untersuchung hinzufügt, dann kann man diese Anzahl an Falschpositiven deutlich reduzieren. Ich glaube, damit beende ich das und danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Demperle. Fragen? Strahlenbelastung ist immer ein Thema.
und Zink versus MRI. Was ist jetzt mit diesen neuen Geräten die Strahlenbelastung bei einem normalgewichtigen Patienten? Also wir sind, das standardmäßige Zink, die hat im Moment mit Technetium-Tracern eine Strahlenbelastung von 9 bis 10 Millisievert. Das ist das, was eigentlich weltweit am häufigsten gemacht wird. Thallium wird ja in Europa fast nicht mehr gemacht, das wird vor allem in den USA gemacht. Deutlich mehr, ja. Das ist immer noch der Renner in den USA, bei uns eigentlich nicht mehr, vor allem wegen der Strahlenbelastung, muss man sagen. Ich glaube, da wird sich auch wieder einiges passieren in der Gerätetechnologie. Ich habe Ihnen diese Studien gezeigt. Wir haben dieses Gerät zum Beispiel auch, wir benutzen das auch jeden Tag. Wir benutzen das zwar nicht mit halber Dosis, weil ich glaube, es braucht noch ein bisschen mehr Daten, auch im Vergleich zu invasiven Chlorobis, wie das auch wirklich routinemäßig einsetzen, aber hier ist das Potenzial sicher da, dass die Dosis untersucht wird. Aber eben, wenn man das vergleicht mit dem Coro-CT, da sind wir bei 2 Millisievert oder so. Coro-CT sind wir im Moment bei 2 bis 2,5 Millisievert bei uns. Je nachdem, wie dick die Leute sind. Je nachdem, wie dick die Leute sind, da passen wir die Dosis auch immer an die Ausmaße. Das ist schon beeindruckend tief. Ja. Da ist natürlich in den letzten 5 Jahren ist das praktisch um 80-90% zurückgegangen, das muss man sagen, beim CT. Beim Speck hinken wir hinterdrein, das muss man sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, auch hier gibt es langsam noch Neuerungen. Und ich glaube, diese 5 Millisievert, die ich Ihnen gezeigt habe, das ist ein Ziel, das in greifbarer Nähe ist. Und das ist vielleicht noch nicht heute gerade der Fall, aber sobald es hier mehr Daten gibt, werden wir das natürlich anschauen. Und diese virtuelle FFR oder Flow Reserve beim CT, ist das für alle CTs oder für die? Das spielt keine Rolle, ob das ein Siemens oder Philips ist. Das spielt absolut keine Rolle. Das ist, also ich muss dazu noch sagen, das ist eine diese Firma, die wertet das aus in Stanford. Man muss das schicken sozusagen. Die bieten das ab 1. Januar bieten die das an. Es ist eine Firma, die wollen natürlich ihr Produkt verkaufen. Aber die Daten sind relativ interessant, das muss man sagen. Und die werden das ab 1. Januar kommerziell anbieten. Ob das wirklich etwas ist, was sich bewährt, klinisch, das, ich glaube, da muss man noch ein bisschen warten und schauen. Also jetzt müssen wir die Bilder dorthin schicken und dann schicken wir den Bericht. Wir schicken das also am gleichen Tag noch zurück. Ah, okay. Mit der Zeitverschiebung. Aber eben, wir benutzen das hier bei uns auch nicht. Wir werden sehen, ob das wirklich was ist. Ich glaube aber, die Bilder sind sehr interessant und die Idee dahinter ist auch sehr interessant. Und der große Vorteil davon ist natürlich, dass wir uns auf die großen Daten, die mit der invasiven FFR gemessen wurden, ein bisschen stützen können. Die FFR ist mittlerweile eigentlich schon in den Guidelines. Und wenn man da dieses Studienprogramm ein bisschen auch mit dem CT nachverfolgt, dann ist das natürlich ein guter Weg. Gut, weitere Fragen? Wenn nicht, gehen wir zu den Devices über und schauen, was man da alles implantiert.